Jetzt sind es noch 50 Meter bis zur Startmark und das zweite Rennen. Der erste Lauf zum Nachwuchsvergleichkampf ist gestartet. Amerikas R findet hier gut ins Rennen. Auch Classic Girl trat glänzend ein, aber Amerikas R mit einem knappen Vorteil außen. Dann innen, das ist Classic Girl, dritte Position hat Beastark Paslo, die hier aus der zweiten Reihe gut ins Rennen fand und schon eine sehr attraktive Position beziehen konnte. Viertes Pferd ist dann Maxim Gorki. Jetzt ein Fehler von Gala Kams, Ausgangs des Bogens. Fünfter dadurch ist Faustus. Die Pferde verlassen den Bogen. Elf rot, die steuern Elf. Die Überseite an. Gala Kams wurde disqualifiziert und an der Spitze des Feldes Amerikas R. Amerikas R vor Classic Girl. Dahinter Beastark Paslo. Vierter ist Maxim Gorki. Fünfte Position für Faustus an der Innenseite. Daneben trabt Winter Hawaii und hinter Winter Hawaii sehen wir Bea Kiewitzhof, gefolgt von Finish Winner. Und am Ende des Feldes trabt derzeit Blackstone. 11:07 war die erste Zwischenzeit, vorne immer noch Amerikas R, zweite Zwischenzeit 17:07. Amerikas R an der Spitze, an der Außenseite, jetzt allerdings in zweiter Spur, kommt Maxim Gorki näher heran, liegt jetzt neben dem Piloten Amerikas R innen, Maxim Gorki außen und dahinter dann Classic Girl in der dritten Position. Viertes Pferd ist dann außen trabend Winter Hawaii, der sich verbessern konnte und an der Innenkante trabt Beastark Paslo. Vom Ziel ab geht's auf die Schlussrunde zu. Außen Amerikas R und Maxim Gorki, der zwischenzeitlich in Front war. Aber jetzt ist Amerikas R wieder nach vorne gegangen. 1:18:0 war die nächste Zwischenzeit. Und Amerikas R führt das Feld jetzt auch auf die Schlussrunde. Amerikas R, Maxim Gorki, Classic Girl jetzt an der Außenseite. Innen dann, das ist Beastark Paslo, daneben in zweiter Spur Winter Hawaii und in dritter Spur rückt jetzt Faustus außen auf und er macht mächtig Betrieb aus dem hinteren Mittelfeld. Faustus kommt jetzt bis an die zweite, dritte Position voran. Amerikas R außen, jetzt Faustus mit dem Vorteil und jetzt auch mit der Führung. Faustus jetzt vorn gegen Amerikas R, innen Classic Girl in der dritten Position. Faustus, Amerikas R, außen jetzt auch Bea Kiewitzhof mit dem Versuch, sich zu verbessern. Classic Girl innen und dann Winter Hawaii. Es geht in den Schlussbogen hinein. 17:06 die nächste Zwischenzeit und der Vorsprung wächst in dieser Phase des Rennens. Der Vorsprung von Faustus nämlich. 2-3 Längen jetzt bis zu Amerikas R und in der dritten Position, das ist Bea Kiewitzhof. An der letzten Ecke Faustus immer noch vorn und mit komfortabler Führung geht es jetzt auch auf die Endgerade zu. Faustus im Vorteil und zwar deutlich im Vorteil gegen Amerikas R und Bea Kiewitzhof. Faustus ist eigentlich überlegen an der Spitze, denn von hinten kommt nicht mehr viel. Faustus gewinnt hier mit Alexander Kelm vor Amerikas R, dann Bea Kiewitzhof und das vierte Geld. Ich denke mal an Finish Winner oder an Beastark Paslo, da war es noch eng. Sechster wird Winter.